Ja, hallo ihr Lieben, ist wieder Christian Mischmeier, Paartherapeut Beziehungscoach mit dem epischen Übersetzungsvideo und mit epischem Hund. Was willst du denn schon wieder hier, Schmeißflieger? Ja, also wenn der Hund mich lässt, dann werde ich jetzt mal wieder ein paar Sachen für euch übersetzen. Denkt dran, die Kurse werden teurer zum 1.1. Holt sie euch vorher noch. Und genau, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja. Okay, wir können nochmal sagen, dass wir die auf Instagram haben wir einen Fragensticker reingemacht und nach euren Sätzen gefragt. Also die haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, die Sätze. Der erste Satz, bist du bereit? Ja, schon mal anschnallen, okay. Ich muss mich erst noch selbst finden. Oh, ja, also es gibt ja so eine ganze Reihe von Übersetzungen, die eigentlich im Grunde genommen sagen, ich bin einfach nicht verknallt genug irgendwie und weil man dem anderen immer nicht wehtun will, sucht man dann ja irgendwelche Gründe aus, anstatt dass man sagt, du weißt was, das ist mir einfach zu langweilig und ich mache lieber irgendwas anderes Spannendes irgendwie. Genau, man will den Menschen nicht wehtun und da gibt es eine ganze Reihe von diesen und ich muss mich erst selbst finden, heißt eigentlich, ja, ich möchte jemand anders daten, ne? Würde ich mal sagen. Das hat bisher nur meine Mutter zu mir gesagt. Oh, das ist ja mal. Was ist das Positives oder was Negatives? Schauen wir mal, was Negatives. Hat vermutlich irgendwie für Irritation gesorgt. Ja, das heißt natürlich, ich habe gerade eine fucking Mama-Projektion auf dich. Das ist natürlich nicht so sexy, würde ich mal sagen. Ja, also ich meine, jeder kann ja mal irgendwie getriggert sein und weiß nicht, Mama-Papa-Übertragung haben. Aber ja, da sollte man vielleicht mal fragen, so kannst du deine Mutter mal aus dem Raum rausschicken und dann können wir mal wieder hier wie Partner miteinander reden, weil das ist, glaube ich, jetzt nicht gut, ne, wenn wir jetzt hier so ein Mama-Ding rausmachen. Okay. Ich kann nicht bei dir übernachten, ich muss früh raus. Ah, okay. Das heißt, basically, ja, war ganz nett, dass wir ein bisschen Sex hatten irgendwie. Aber so toll fand ich es jetzt auch nicht, dass ich irgendwie noch mit dir kuscheln möchte. Könnte auch heißen, Sex ist ja was Feines, aber danach werde ich so fucking bindungsängstlich, dass ich lieber sofort nach Hause fahre. Und ja, damit das jetzt nicht irgendwie ein bisschen kaltherzig rüberkommt, ja, gebe ich halt vor, dass ich morgen früh ein super wichtiges Vorstellungsgespräch bei der NASA habe und was natürlich nicht der Fall ist. Ja. Heißt wahrscheinlich auch, du hörst nie wieder was von mir. Du bist perfekt, aber das Timing bei mir ist gerade schlecht. Ja, das ist eigentlich so eine schräge Mischung von so Lovebombing und ja, Lovebombing und auch wieder sagen, ja, ich habe Schnauze voll von dir und ich möchte jetzt gerne irgendwie eine anderen Hotte Biene daten irgendwie oder einen anderen Typen oder was auch immer. Also ist eigentlich das noch garniert mit, das ist eigentlich die Variante von dem, es liegt nicht an dir. Also es ist, ich weiß nicht, warum die Leute nicht einfach sagen, was sie denken, aber ich meine mal ganz ehrlich, wenn man perfekt wäre, warum sollte einen jemand verlassen? Es sei denn, man müsste gleichzeitig sagen, ja, du bist zwar perfekt, aber ich bin so dramasüchtig, dass ich jede Woche eine neue brauche. Also heißt im Grunde genommen auch, na, so verliebt bin ich jetzt eigentlich nicht, ne? Irgendwas verbindet uns. Oh, okay. Also da denke ich direkt, dass im nächsten Satz kommt, ich glaube, wir sind Seelenverwandte. Ich meine, das muss natürlich nichts Schlimmes sein. Aber ist immer die Frage, in was für einer Konstellation sind wir da jetzt? Also sind wir jetzt schon datingmäßig ein bisschen fortgeschrittener? Okay, aber wenn das jetzt kommt in so einem Tinder-Chat, bevor man sich überhaupt gesehen hat, ja, wird man auch wieder so ein bisschen eher, muss ja nicht bewusst sein, aber an Lovebombing denken und irgendwie Dramatik erzeugen, die eigentlich gar nicht da ist, damit man auch der Fantasiemodus schön eingespielt wird. Aber gut, natürlich sollte einen irgendwas verbinden, wenn man datet, von daher wollen wir das mal nicht zu negativ sehen. Ne? Okay. Ich bin offen für alles. Ja, da sage ich immer, wir offen für alles, ist es nicht ganz dicht irgendwie, ne? Das habe ich noch nie gehört. Also, das glaube ich nicht, dass irgendjemand offen für alles ist, weil das würde ja auch bedeuten, weiß ich nicht, ich bin offen für offene Beziehungen und
Gut, vielleicht ist es in so einem sexuellen Kontext, könnte aber auch heißen, ja, ich bin so offen für einen Dopaminschub nach dem anderen irgendwie. Und gut, wenn man das gerade haben will, ist es vielleicht was Schönes. Aber ich glaube, viele gehen eben auch so ein bisschen auf den Leim, dass sie sagen, oh, das ist jetzt, oh, jetzt kann ich endlich meine ganzen Fantasien ausleben und dann, ja, es kommt man doch aus dieser Dopaminschiene nicht runter und es wird nichts Konstantes raus. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, so. Aber kein Mensch auf der Welt ist für alles offen, ne? Glaub mir. Oh, das finde ich jetzt auch spannend. Ich kann das nicht einordnen als Antwort darauf, dass ich ihn gern habe. Oh, oh Gott. Oh, die Welt ist einfach so fucking kaputt, Leute. Ey, wirklich. Das ist ja, also das heißt auf jeden Fall, dass du diesen Dating-Prozess schnellstmöglichst beenden solltest. Weil wenn man noch nicht mal sagen kann, ja, ich mag dich auch irgendwie. Also wenn es im Grunde genommen heißt, dass ich bin einfach, weiß ich nicht, kalt wie die Großmutter bei Schneewittchen irgendwie. Also ich bin einfach komplett bindungsängstlich und jetzt frage mich bloß nicht nach irgendwelchen Gefühlen. Vielleicht möchte ich ein bisschen Bettsport mitnehmen, aber also ist wirklich gut, es sei denn, man ist einfach in einem absoluten Horrorstreit irgendwie nach 10 Jahren Beziehung und dann sagt man irgendwie sowas, okay, aber das im Dating-Prozess ganz schlecht. Ja. Okay. Ich glaube, den nächsten Satz, den hatten wir so in der Art schon mal. Du bist viel zu gut für mich. Ja, das heißt auch, ich bin nicht mehr verliebt in dich und ja, würde gerne meine Tinder-Maschine wieder anschmeißen. Ne? Der vorletzte Satz. Wir können uns nicht weiter treffen. Meine Tochter findet das nicht gut. Ja, also das kann zwei Sachen heißen. Das kann entweder heißen, auch wieder, ich bin nicht verliebt genug und ich suche irgendeinen bescheuerten Grund. Es kann aber auch heißen, aufgrund einer Trennung habe ich so Schiss, dass meine Kinder sich irgendwie gegen mich wenden, dass ich ihnen eigentlich eine Krone aufgesetzt habe und gebe ihnen eine Rolle, die eigentlich denen gar nicht zusteht und priorisiere die auch über eventuelle Beziehungen und das machen ganz viele Menschen, also die Kinder, also man, dass man bloß irgendwie da keine Unruhe reinbringt, heißt aber im Grunde genommen auch, ich habe meinen Laden zu Hause nicht im Griff und lasse mir von meinen Kindern bestimmen, wen ich daten soll, also beide Varianten nicht besonders gut. Und der letzte Satz, ich hatte mit Beziehungen abgeschlossen, dann hast du mich in dich verliebt gemacht. Oh Gott, klingt ja wie versunkener Schatz im Meer meiner Seele oder mein honiggebadeter Schmetterling. Das passiv, ne? Du hast mich verliebt gemacht. Du hast mich verliebt gemacht. Okay, wollen wir es mal jetzt nicht zu negativ sehen. Es gibt es natürlich manchmal, dass es vorher nicht gefunkt hat. Aber so ein bisschen, so ganz koscher finde ich diese Variante. Das ist ein bisschen so eine Variante von... Ich habe vor dir 587 Frauen gedatet und das war total langweilig. Und bei dir ist es jetzt anders. Also da wollen wir natürlich wieder das Wort, Taten den Worten folgen. Dann kann es ja noch ein ganz schöner Satz sein. Aber ich weiß auch nicht, also ist schon ein bisschen verschwurbelt irgendwie. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Hast du mich in dich verliebt gemacht? Ich hatte mit Beziehungen abgeschlossen und dann hast du mich in dich verliebt gemacht. Auf jeden Fall liefert auf jeden Fall eine Menge Drama, dieser Satz, ne? Weil du bist jetzt die eine oder der eine, dem der andere schon gesagt hat, ich gehe ins Kloster, ich mache gar nichts mehr, ich widme mein Leben der Keuschheit und so und dann kommst du. Das ist natürlich eine besondere Sache. Ja, wollt ihr noch mehr davon haben, dann schreibt eure Fragen hier unter das Video. Wie gesagt, macht mich arm und nutzt noch die alten Preise da von meinen Kursen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, aber ich glaube, wir machen nochmal eine zweite Variante davon. Aber pro forma wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich. Von mir auch. Tschüss.